Die Fashion Week ist vorbei, doch die Modemacher sind in Berlin geblieben. Viele kleine und große Designer haben ihre Ateliers in der Hauptstadt. Im kreativen Prenzlauer Berg hat die Berliner Größe Kilian Kerner seinen Sitz. Seit 5 Jahren arbeitet der junge Designer und Unternehmer immer wieder an neuen Kreationen. Dabei wollte er eigentlich Schauspieler werden. Der Wunsch kam eigentlich nie, Modedesigner dann zu werden. Das ist irgendwie einfach entstanden. Also ich habe das aus Spaß für mich selber gemacht. Dann haben das Leute gesehen und wollten die Sachen dann auch haben. Und irgendwann habe ich einfach so eine Disziplin entwickelt, die ich von mir nicht kannte. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass das, glaube ich, doch das Richtige ist. Und es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Seit Jahren werden in Castingshows auch Models gesucht. Der Traum vieler junger Mädchen zum Greifen nah. Was hält Kilian Kerner von Germany's Next Topmodel? Ich glaube, das ist ja jetzt auch nicht darauf ausgelegt, da wirklich klassische Catwalk-Mädchen zu finden, sondern wirklich Werbemädchen. Und dafür arbeiten die doch, glaube ich, alle ganz gut. Also ich glaube, die Sarah ist doch wirklich auch erfolgreich und so. Und zur Unterhaltung finde ich das super, auf jeden Fall. In jedem seiner Stücke stecken Emotionen und Persönlichkeit. Kilian Kerner lässt sich bei jeder Kreation von seinem eigenen Gefühl leiten. Die Inspiration geht bei mir immer über Gefühlswelten. Also es entsteht so ein Thema in meinem Kopf und mit dem setze ich mich dann auseinander und fange dann einfach an zu entwerfen und gucke erstmal, was passiert. Und ja, so baut sich immer der Anfang der Kollektion auf und das transportiere ich dann mit dem, was ich dann immer halt mache. Wenn wir schon bei einem Profi zu Besuch sind, dann interessiert uns natürlich auch der Ausblick auf die kommende Saison. Welche Farben sind in? Welche Trends werden gesetzt? Ich finde das Wort Trend immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, der Trend geht dahin, dass es nicht mehr den richtigen Trend gibt. Ja? Ich meine, klar, eine Zeit lang waren Röhrenjeans in und jeder hat Röhrenjeans getragen, aber so farblich. Ich glaube, es wird hell auf jeden Fall. Und also für mich ist es immer wichtiger, als mit dem Trend zu gehen, dass man das trägt, womit man sich wohlfühlt. Und vielleicht wäre es ein toller Trend, wenn sich noch mehr Leute mit Mode beschäftigen und sich so kleiden, wie es für sie auch gut ist. Das fände ich gut. Das wäre dann ein guter Trend. Sich bewusster kleiden, ob wir diesen Wunsch von Kilian Kerner erfüllen können? Die Zukunft wird es zeigen. Die Designer geben zumindest alles, um Berlin fescher zu machen.